So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe gerade ein fettes Unboxing aufgenommen für Mittwoch, jetzt habe ich Durst. Das heißt, ich möchte mal den neuen Level Up Gaming Drink probieren in der Sorte Kaktus Eis. Level Up ist ja eigentlich was ich nicht so toll finde, weil so viele komische Leute das immer bewerben und so. Und die mag ich alle nicht, gucke ich nicht, finde... Holy zum Beispiel hat Leute, die richtig chillig gut drauf sind. Level Up hat gefühlt nur Idioten, die das bewerben. Dann habe ich Level Up mal verschiedene Drinks gehabt. Die fand ich jetzt nicht so berauschend, aber dann gibt es ja immer mehr andere Sachen. Diese Level Up Flaschen, die so hässlich aussehen, die waren dann doch wieder ganz in Ordnung. Dann gibt es Level Up Dosen, dann gab es Level Up Tees oder irgendwas. Das ist ja so ein Spektrum an Sachen. Aber ich dachte, wenn nochmal was von Level Up kommt, interessiert mich nicht, war ich nicht begeistert, geht mich nichts an. Jetzt hat Pupsi aber diese Dosen gefunden. Guckt euch das mal an. Das erinnert natürlich an eure Kindheit, denn jeder von euch hat bestimmt schon mal das Kaktuseis gesehen, wo ihr so eine Schicht Zitrone hattet, ihr hattet eine Schicht Orange, ihr hattet eine Schicht Erdbeer und oben war so ein grüner Gummipfropfen drauf mit roten Punkten und das konnte man abknuspern, das hat irgendwie sehr nach Kaugummi auch geschmeckt, das war mega lecker und genau so soll die Dose aussehen, das soll an das Kaktuseis erinnern, es steht deswegen ja auch Kaktuseis als Sorte drauf, Zitrone, Erdbeere, Orange, Geschmack, wir haben zwei Dosen gehabt. Pupsi hat schon mal probiert und hat gesagt, sie findet es richtig lecker, das Muttertier hat schon mal probiert und hat gesagt, sie findet es ganz gut, also ihr hat es geschmeckt. Beide haben gesagt, sie würden es nochmal nehmen und deswegen bin ich jetzt gespannt. Na gut, eigentlich habe ich den Rest der Dose schon ausgetrunken, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich habe jetzt so viel Durst, dass ich das nochmal machen möchte. Energy Drink mit Taurin, Koffein, Glucuronolacton, Inosit und B-Vitaminen. So, das eine Wort habe ich noch nie gehört. Aber ja, eigentlich müsste man sich die Dose aufheben, in den Schrank stellen, weil die sieht halt einfach richtig genial aus. Ich mache es jetzt mal auf. Ich nehme kurz einen kleinen Schluck. Dann füllen wir es in das Ernesto-Glas und probieren das komplett zu trinken. Und ich habe vorhin schon gesehen, dass das wohl eine sehr coole Farbe hat. Also ihr füllt hier ein, ihr nehmt einen Schluck. Ey, ihr macht auf, ihr nehmt einen Schluck. Und irgendwas ist jetzt anders als vorhin. Vorhin war das richtig frisch, richtig prickelnd, richtig süß. Jetzt irgendwie flacht das so ein bisschen ab vom Geschmack. Was ist passiert? Es war doch bis jetzt im Kühlschrank gefangen. Wieso ist das jetzt wärmer als das andere? Wieso war das andere irgendwie erfrischender als das? Das andere hat mich richtig überrascht vom Geschmack, richtig umgehauen. Heißt das jetzt, nicht jede Dose ist gleich? Dann habe ich ja vielleicht Pech, dass manche immer beim Gönnergy gesagt haben, boah, ist das lecker. Und ich habe immer gesagt, bei mir schmeckt es gar nicht. Hatte ich eine falsche Charge? Habe ich daneben gegriffen? Ich weiß es nicht. Irgendwie fand ich es vorhin besser als jetzt, wenn ich das probiere, obwohl die auch frisch aus dem Kühlschrank ist. Es ist immer noch interessant, weil es immer noch in die Richtung von dem Kaktuseis geht. Aber irgendwie schmeckt es jetzt ein bisschen matt und muffig. Kann ich nicht nachvollziehen, deswegen ich schenke es jetzt einfach mal schnell ein. Da seht ihr nämlich mal die Farbe und vielleicht schmeckt es anders jetzt nochmal, wenn wir es dann im Ernesto-Glas haben. Ihr seht auf jeden Fall schon die interessante Farbe. Was ist das? Das ist Türkis oder irgendwas. War das andere auch so? Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Vielleicht kann man das sogar... für das Thumbnail dann auch nochmal zeigen, reinhalten. Guckt euch die Farbe an. Irgendwie das Glas beschlägt gar nicht. Das Glas beschlägt nicht. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Habe ich die vorhin rausgestellt? Ich dachte, ich habe die gerade aus dem Kühlschrank genommen. Vielleicht ist der Kühlschrank auch kaputt. Seit vorhin. Ich habe es nicht gemerkt. All die Jahre habe ich es nicht gemerkt. Machen wir es mal kurz so, damit ich mich dann noch entscheiden kann, fürs Thumbnail nochmal riechen. Riecht jetzt auf jeden Fall sehr fruchtig, wie eine frische Orangenlimonade. Sehr, sehr präsent auf jeden Fall die Orange am Geruch. Wir ziehen es jetzt einfach mal rein und gucken nochmal, ob der Geschmack jetzt besser ist. Puh.
Also du merkst ein bisschen die Zitrone, das ist Zitronige, dieses Säuerliche, du hast das Orangige, Fruchtige da. Erdbeere geht jetzt irgendwie unter, die Erdbeere habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Und für mich schmeckt es jetzt plötzlich so, als wären da Süßungsmittel drin, weil es irgendwie so matte ist im Abgang. Und das habe ich vorhin nicht gehabt. Ich habe extra drauf geguckt, ich habe gedacht, ich war überrascht. Ich habe gedacht, das schmeckt irgendwie richtig gut. Dann habe ich gesehen, da ist ja auch Zucker drin. Also 12 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, dachte ich, okay, erhöhter Koffeingehalt, ist wie ein Energy-Drink. Da ist nicht hier rumgekaspert mit irgendwelchen Süßstoffen, da ist einfach direkt Zucker drin, deswegen schmeckt das auch so kräftig. Aber die Dose jetzt, keine Ahnung, schmeckt irgendwie komplett anders als die, obwohl es genau dasselbe ist und ich beides kurz nacheinander probiert habe. Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Hattet ihr das auch schon mal? Ich wollte es euch eigentlich empfehlen, weil wenn ihr gerne Eis esst und mal so eine besondere Dose haben wollt und es einfach mal probieren wollt, ja, macht mal, aber jetzt bin ich mir gerade unsicher, aber gönnt es euch trotzdem. Pupsi hat das irgendwo gesehen. Vielleicht findet ihr es auch irgendwo, ich weiß nämlich nicht mehr wo. Der Umzug macht zu viel Stress, da vergisst man alles, deswegen Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, gönnt euch Kaktuseis. Level up, wenn ihr mal was Fruchtiges braucht und dann trinkt noch eine Dose und sagt, was ist denn jetzt plötzlich passiert? So geht's mir nämlich gerade. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.